Ja, schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es RuneScape, respektive Oldschool RuneScape. Weil, wenn du Bock gehabt hättest auf Apex, das habt ihr ein Apex-Video erst rausgekommen über die Tierliste. Dort hat es auch Gameplay involviert und ein bisschen Talk über Apex allgemein. Falls du es noch nicht gesehen hast, würde ich dir das empfehlen. Auf jeden Fall eben heute, wie gesagt, gibt es OSRS, Oldschool RuneScape. Und ja, ich würde euch das sehr empfehlen, das Video auf jeden Fall. Das ist absoluter Premium-Content, wie der ist vor mir. Sehr viele Spielstunden sind in das Video sicherlich gelaufen. Genauso wie es editieren. Also ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr das euch reinzieht. Und ja, vielleicht auch mal Bewertung oder sonst irgendetwas da lohnt. Würde mich auch sehr interessieren, was ihr von diesem Video gehalten habt. Und ja. Hast du eigentlich nicht mehr auf dem Zettel, darum wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch oben. Und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Danke vielmals und schönen Tag noch. Jetzt könnt ihr mir wieder zuschauen, wenn ich 500'000 Runden hier das machen würde. Weil das machen wir jetzt genau hier bis Level 60. Genau, das geht erst mal ist in der Diary drin. Dann seht ihr, wie viele Roofs-Labs ich mache insgesamt. Und eben am Schluss von der Lab gibt es immer am meisten EP. Und das Ding kann ich machen ab Level 40 und rendiert bis Level 60. Ist echt eine der besten Methoden bis Level 60. Und ja, eben hier groß ist etwas aufnehmen, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Weil ja, ich renne jetzt hier wirklich etwa 400 Runden hier rundum. Und das ist eben genau das meine ich mit so RuneScape. Ich kann viele spannende Sachen haben. Aber du kannst für gewisse Sachen kannst, zwei Tage spielen, ganze zwei Tage spielen und du hast null Videocontent. Weil ihr könntet euch schon zeigen, wenn ich jetzt 3000 Runden laufe. Vielleicht bekomme ich sogar hin, das einigermaßen geil zu editieren. Also aufnehmen tue ich in der Maschine schon ziemlich viel davon. Ah, nice, da meine Marke, meine erste Marke. Perfekt, von denen brauche ich eben. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Über 200 oder so. Das ganze Set. Ja. That's heavy. Autsch. Jetzt zum Beispiel wissen wir das nächste. Wenn es rot leuchtet, muss ich mich aufpassen. Das heißt, niemand liegt eine. Also da vorne, genau. Sie ist sogar markiert. Die dürfen wir auf keinen Fall dürfen wir nicht vorbeilaufen. Ist ganz wichtig. Autsch. Oh, back-to-back dropped. Das ist natürlich Frust. Nice, level up. Jetzt bin ich 42. Aber es ist halt, jetzt ist halt nervig, es ist wirklich viel Klick, Klick, Klick. Du kannst jetzt hier schon etwas zuschauen, das ist kein Problem. Aber du kannst jetzt nicht etwas machen, wo du halt irgendwie müsstest arbeiten oder in der Schule irgendetwas müsstest schreiben oder so, müsstest aufpassen allgemein. Und ja, du hast gesagt, in meinem Fall kannst du keine Videos editieren. Und das sagt halt schon halt an dem Skill, dass du nicht irgendetwas anderes machst, wenn du am Grader bist. Also, dass du wirklich voll Fokus oder ja immerhin so Semi-Fokus brauchst. Belastend. So. Schauen wir mal, ob wir uns noch in einer anderen Layer können darstellen. Lab Number 69! Nice! Basiert. Ist jetzt halt einfach wirklich immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer die gleiche Runde. Aber ja, ich will ja 60 sein und ja, das ist der Weg zum 60 kommen. Macht das eigentlich sogar wie jeder. Du darfst in dem Spiel allgemein darfst nie zu lange irgendetwas machen. Sobald du Anschluss bekommst, ist es nicht gut.
Weil sonst gibt es immer meine anderen Accounts. Wenn du irgendetwas zu lang eindeutig machst, dann hörst du irgendeinen auf und dann spielst du auf dem Account auch nicht mehr weiter. Und dann spielst du das Spiel auch nicht mehr. Yeah, let's go! Yes, I'm excited! I wanna do the quiz! Woo 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 woo! Dun 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 dun! Pick the odd one out! Sounds fishy to me! Oh, jetzt richtig, okay. Was neu Funko, oh mein Gott. Mystery Box, I want the Mystery Box. Give me loot. Also, noch eine Runde. Noch eine Runde und dann bin ich verdammt nochmal 60. Alter. Ey, ich mach das sicher schon gefühlt 12 Stunden lang. Also jetzt nicht heute, aber insgesamt. Boah, Agilität ist halt schon richtig scheiße. Aber es ist halt schon eins von dem. Skills, die du am meisten brauchst, weil halt die ganze Zeit am Umsäckler ist. Und Set, wo man mit deinen Marken kann kaufen kann, habe ich jetzt auch komplett. Du musst 260k, ich habe jetzt hier von 40, respektive von 41 auf 60 264 Marken bekommen. Und hier ist es. 60 Agilität. Und zusätzlich Set. Mit den Marken ist auch eines der wichtigsten Sets in dem ganzen Spiel. Für das, was wir vorhaben. Allgemein, wenn der Account wirklich teurer spielen will, dann ist es sicher gäbig. Je früher du das Set hast, desto besser geht es dir dann eigentlich. Und desto schneller hast du das meiste gemacht. Also gehen wir schnell das Set holen. Und zwar gehen wir das hier unten holen. Nein, unten. Hallo? Oh, der ist zweimal hier geklickt. Das war schon von mir. Scheiß Spiel, Alter. Die gute Grace. Und ja, aber wir haben jetzt 943 Rundinnen in Canfis Rooftop gemacht. Ja. Also es sind sicher etwa 1000 insgesamt gesehen. Also auch um die. Ja, sicher 70 Mal, wo ich vom Dach gehabt bin, richtig gönnen habe. So. Und sie ist sehr selten aber genau das Set. Und ich kaufe jetzt einfach eine Stüre. Genau. Perfekt. Und so sehen wir aus. Ja. Yeah. Genau so. Und ja, ich sehe halt die Füße nicht, was schon Schuhe. So, genau so sehen wir aus. Oh, holy moly. Fühlt sich gut an. Fühlt sich sehr gut an. Vielleicht noch ein besserer Shot. Yeah. Wohl. Das Lightning ist halt schon ziemlich. Und kein geiler Shot, den wir machen können. Für irgendwie ein Titelbild oder so. Collection Lock anbrennen, sagst du? Ja, ist nice. Ist sehr nice. Also. Das Scheiß-Set. Warte, schon gestutzt sogar. Set-Bonus. Also insgesamt wiegen wir jetzt minus 21 Kilo. Also haben wir dann vorher mal schon mal recht gehabt, dass. So die Zahl, also 1 ist 1 Kilo. Ja, okay. In dem Fall, ja. Ja. Das Buch ist 1 Kilo, ja. Normal für ein Buch 1,8 Kilo. Ja, so Rüstungsgegenstände, die sind schon relativ normal im Vergleich zu anderen Gegenständen. So. Und Setbonus, da haben wir es genau. Ja, aber jedes Piece gibt Run Energy, also Rennenergie, ja, zurück. Aber das ganze Set 3 Stunden
bekommst du einen Bonus von 30%. Das ist verdammt viel, ganz ehrlich, mit dem rennst du relativ viel umeinander. Und ja. Ja. Das ist ein absolutes Live-Goal für jeden Account, so ein super scheiß Set. Ich glaube, ich bin der Erste in meiner Gruppe. Ziemlich, also was glaub, ich bin der Erste in der Gruppe, wo das hohe Dreck Set hat. Ich bin auch der, wow, das einzige 60 hat. Ich habe auch kein Achievement wirklich, weil das lutscht. Das Set machen lutscht. Und ich habe es jetzt über mehr Golo. Und muss noch in Groupsdeutsch schauen. Hätte man irgendetwas noch können brauchen, hat sich nichts gemacht. Nevermind, Digga. War auch immer, dass die bekommen hat, sich das Link sehen auf jeden Fall. Kuss auf dein Auge, Brudi. Jetzt heisst es wirklich nur noch. Range of 70. Und dann haben wir relativ gute, also eins der besten Gears, was es gibt. Da ich mit dem Kanal, respektive mit dem Account, wirklich Türen, die dran sind. Also wirklich alles, was machen, was möglich ist. Und ich noch nie mit einem Account gemacht habe. Das heisst, es wird hunderte von Jahren gehen, bis ich endlich fertig bin. Ja, aber das ist cool. Jetzt bin ich wirklich so noch immer noch am Anfang vom Spiel. Weißt du, das ist immer der Anfang, aber wer den Anfang vom Spiel kennt, oder eben mal schauen. Der Anfang vom Spiel. Das sind bei 5 Spielen. Ja, das ist noch nichts, das ist noch nichts. Irgendwann werde ich hier wie bei meinem einen Account, wo ich nicht 100% alles habe. Weil es stehen dann da irgendwie 400 oder so. Ja. Das ist normal. Also 5 Tage ist noch nichts, noch gar nicht. Also ja. Ich verabschiede mich immer von diesem Clip. Ich werde mich wahrscheinlich nachher wieder sehen, Agility trainieren. Weil ich gesagt, bis 60 bleibe ich eigentlich hier. Keine Ahnung, wie viel ich davon aufnehme. Ich nehme jede Minute auf, wo ich auf diesem huren Drecks-Rooftop mache. Und wahrscheinlich werde ich alles können ködern. Stunden Material können einfach instant ködern, weil ich einfach in diesen Stunden einfach nur im Kreis gesackelt bin. Ähnlich wie ein bisschen Motorsport, einfach in brutalst langweilig. Also, machen wir mal fertig hier. Wenn ich so weit vorne bin, seht ihr mich gar nicht, merke ich gerade. Da meine Kamera ein bisschen angepasst haben. Ja, intelligent in dem Fall. Sehr intelligent von mir gesehen. Ja, Kameraposition ist immer so eine Sache. Wo positioniere ich mich? Wenn ich zocke, sollte man eigentlich mich immer sehen. Also wenn ich so bin, ja, einfach schon richtig schön hingechillt. Aber wenn ich so führe, dann... Und tschüss. So, und tschüss. Ja, also, machen wir auch Schluss. Bis nach vielleicht.